Vor der Küste der italienischen Insel Lampedusa ist ein Boot mit Flüchtlingen gekentert. Mindestens 5 Menschen sind dabei ums Leben gekommen. Die von Fischern zu Hilfe gerufene Küstenwache rettete an der Unglücksstelle nach eigenen Angaben 149 Flüchtlinge. Das 10 Meter lange Boot war eine Seemeile von der Insel entfernt bei hohem Seegang gekentert. Trotz extrem schlechter Wetterbedingungen setzten die Einsatzkräfte die Suche nach weiteren mindestens 15 Vermissten mit einem Motorboot und einem Hubschrauber fort. Das Boot war nach Angaben von Überlebenden aus Nordafrika und Pakistan 2 Tage vor dem Unglück von einem Strand an der Grenze zwischen Libyen und Tunesien aus gestartet.